Leute, schön, dass wir da sind. Willkommen zurück zur neuen Folge von God of War Ragnarok. Wir stehen hier im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln. Lass ich mir rein, oder? Ja. Warum kann ich hängen so? Oh oh. Eingekesselt. Oh oh, oi oi oi. Uiuiuiui. Entdeckung! Feuer! Au! Jetzt hört's, Alter. Ist im Schlamm, aber das wusstest du wahrscheinlich. Ach, gescheißen. Achtung, hinter dir, Bruder! Oi, 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 oi.
Oh, komm her! Junge, Junge, Junge! Ja. Jetzt müssen wir nur noch Pilgit finden. Junge, Junge, Junge. Ich glaube, wir haben die Drachenpopulation hier etwas eingedämmt. Ich höre schon den Unterschied. Die Beutetiere. Sie hat nicht mehr so viel Angst. Und die Leviathan-Axt verbessern? Aber ich habe auch Amulett. Die erste Jobe für Rüstung kommen wieder noch. Das ist ein Amulett, so wie. Was ist denn jetzt das hier? Ah, die. Meister Kratos, du hast fantastische Arbeit geleistet. Ich brauche deinen Zuspruch nicht. Oh, oh nein. Ich habe dich beleidigt. Oh nein. Oh ja. Hast ihn wohl verletzt. Waffenverbesserung. Muss nur kurz was trinken. Prost, Leute. Da war doch irgendwo ein... Oder bin ich schon ganz blöd? Ich habe gedacht, hier war irgendwo so ein Kristall, den ich kaputt machen kann, aber anscheinend nicht. Okay, da kommen wir nicht rauf. Oh, Fisti. Lockisti. Hier drüben. Tag. Oh. Vielen Dank. Nein, danke dir. Du hast uns auf dem Boot gerettet. Stimmt's, Vater? Es war töricht. Aber willkommen. In der Nähe ist ein mystisches Tor. Aber ich habe keinen Stein dafür. Wir schon. Unglaublich, dass du den Sturz überlebt hast. Wie hast du das geschafft? Ich bin gerollt. Wir reden später. Ich habe keine Verwendung dafür.
Vielleicht sehen wir uns im Lager. Und dann aber hoffentlich auch unter anderen Umständen. Der Hirsch des Winters. Er sieht hungrig aus. Jetzt komm schon. Geh einfach mit mir zurück. Mir ist egal, wie hungrig du bist. Papa. Ganz genau, wir haben mehr Futter zu Hause. Komm schon. Ich muss sagen, es gefällt mir, dass wir den Hirschen nach Hause helfen. Ich hatte schon befürchtet, wir müssten sie töten. Ja. Du hattest schon vor, ihn zu töten, wenn er angreift, oder? Ja. Ja. Na nett, ja. Er blickt schon geil aus da drüben. Okay. Wie kommen wir? Ah, da ist doch was. Dieser Kristall könnte ein Bad vertragen, nicht wahr? Ja, ich weiß nicht mehr, wo das war. Du hast ein paar Kristalle. Geh doch mal beim Teich vorbei. Ja, die lohnt es sich ja, zum Rabenbaum zu gehen. Ah, jetzt habe ich was. Ah, das ist eine Kiste. Warum sehe ich die nicht? Da bin ich rein. Eines wollte ich dich fragen. Über deine Heimat. Ich hörte, die Götter dort besaßen jede Art von Macht, die man sich vorstellen kann. Blitze, Feuer und dergleichen. Das tat ich auch. Viele Jahre lang. Oh. Meinst du, du kannst sie dir wieder ins Gedächtnis rufen? Nein. Ich hab's versucht. Freya sagte, Magie ist mit der Erde verbunden. Deine Heimat starb. Erging es deinen Kräften genauso? Ah, ist vermutlich auch besser so. Die Vergangenheit sollte man ruhen lassen, wie es so schön heißt. Hm. Ertrumpfen. Kann ich da durchfahren? Das ist ja alles so schön. Aus reiner Neugier. Warum magst du keine Rätsel? Sie sind albern. Sie fördern kreatives Denken. Hör zu. Sogar richtig. Vor dir sind drei Türen. Eine verbirgt eine Fallgrube, eine einen Drachen und eine zwei Löwen, die seit Wochen nicht gefüttert wurden. Welche Tür öffnest du? Die erste.
Eine Fallgrube kann man leicht umgehen. Aha, du solltest die dritte nehmen. Denn Löwen, die seit Wochen nicht gefüttert wurden, wären tot. Na? Hm. Das Rätsel gefällt mir. Erwischt. Ich bin's. Beachte mich gar nicht. Ich weiß, du magst mich nicht. Das habe ich nicht gesagt. Das brauchst du auch nicht. Der Boss schickt mich am öftesten. Und ich weiß auch warum. Ich bin unerträglich. Darum hast du mich auch. Du bist nicht mein Feind. Du bist unerheblich. Ein Fremder. Also, verachtest du mich nicht? Du bist mir einfach gleichgültig. Das ist ehrlich gesagt etwas erleichternd. Ich meine, ja, du bist für mich auch ein Fremder. Warum sollte mich deine Meinung scheren? Jetzt verstehst du es. Fantastisch, Meister Kratos. Schön zu wissen, dass wir uns beide gleichgültig sind. Du kannst mich mal. Ich weiß nicht, ob das unbedingt die beste Lektion war, aber was weiß ich schon. Gut. Da sind er. Dieser Steinbock. Hat sich das nicht an ihm? Wir beenden das. Es ist verjagt. Jetzt geht es wieder an seine Quelle. Brauchst du Heilung? Gut. Wenn du meinst. Na schön. Wir sollten uns umsehen, ob hier noch mehr Elixer herumlaufen. Da hinten war auch so ein Steinbock. Ja, da. Hey, da. Eine Metallplatte mit glühenden Runen. Das was mit den Irrlichtern zu tun hat? Er holt sich zu rissen. Noch ein hungriges Irrlicht. Arme Gazelle. Wie bitte? Gern geschehen. Sivane. Also hält die Platte wirklich an ihrer Quelle fest. Naja, bis auf die, die sie durchgerissen haben. Diese Quelle. Ich kann etwas darin hören. Es ist wütend. Gefangen. Da, noch ein Irrlicht. Ist das genug? So. Internet.
Warum kann ich die nicht befreien, Junge? Im Arsch erwischen? Hat irgendwas mit dem zu tun? Wozu soll ich das haben? Ich höre sie rufen. Sie sagen, sie wollen ganz sein. Ich vermute, diese Quellen halten sie irgendwie getrennt. Gut, ich weiß nicht, warum ich den einen nicht da befreien kann. Danke. Die sind da oben eigentlich. Waren die eigentlich diese beschissenen Quellen? Ich hab hier, oder? Ich hab gar nichts gefunden. 2 von 5 Odins Raben vergrabenen Schatz, die ich sowieso nie finde. Ich weiß, dass die da sind, aber wie ich den benutzen kann, keine Ahnung. Da ist ein Boot. Ich würde eigentlich gerne zu den Hirschen zurückkehren. Aber wir hatten ja noch einen Hirschen. Juhu! Nee, da drüben musste ich hin. Das Wasser. Ja, alles ein bisschen cool hier. Es riecht so frisch. Wir sollten den Jungen mal reinschubsen. Was? Du riechst nicht sonderlich angenehm, muss ich sagen. Gar nicht. Das stimmt nicht, oder? Das ist ganz natürlich. Vater! Ich mag die beiden. Mal kleinen Dissen hier. Kommen wir hier runter? Ja. Ist ja rein gar nichts.
Wenn ich nicht so schlechte Orientierung hätte, wüsste ich jetzt wahrscheinlich, wo ich bin. Gut, ich würde mal sagen, wir machen jetzt ein bisschen Hauptstory weiter. Ich habe noch so viele Sachen, die ich machen kann, Leute. Überall da, wo blau ist, sind Sachen, die ich machen kann. Aber ja, ich muss ja auch ein bisschen Hauptstory mal weitermachen. Kann ich immer nur Nebenmissionen machen. Jetzt wäre mir das Controller fast aus der Hand gefallen. Junge, Junge. Ich bin schlecht. Ich habe hier was für euch. Ein paar Würmer. Windspiel, Ding Dong, du weißt schon. Nein. Ah, hier. Hallo, schön zu sehen, dass das Windspiel seinen Zweck erfüllt. Wie gewünscht. Aber mal ganz abgesehen davon, gibt es noch etwas anderes? Die sehen kerngesund aus. Mhm. Wegen Nidauger. Du solltest wissen, wir hatten keine Wahl. Das war Odin. Oh, ich bin mir der Rolle des Allvaters bei dieser Tragödie sehr wohl bewusst. Leider kann man von ihm nicht erwarten, dass er hinter sich aufräumt. Nicht alle Götter wollen, wie du, vergangenes Unrecht wiedergutmachen. Macht weiter so gute Arbeit und bringt die Lindwürmer nach Hause. Dann lasse ich euch mal in Ruhe. Hm, danke. So Leute, ich werde jetzt mal noch zu den Raben gehen, damit die Piste aufmachen. Und dann hier zurückkehren und in der nächsten Folge gibt's dann beim nächsten gibt's dann wirklich die Storyline weiter. Wir eigentlich irgendwas basteln? Oh, ist ja nicht danke. Auszuhalten, wie sie aussieht. Nach all der Zeit ist sie immer noch wunderschön. Stimmt. Komm wieder, wenn du mehr Zeug brauchst. Danke. Hol mir jetzt eine Kiste. Vom Baum geschwungen. Was glaubst du, was das bedeutet? Ist mein Russ?
Er hat da gerade irgendwas von Rüstung gesagt, oder? Das Vernichten der Raben befreit also irgendwie ihre Geister. Gut zu wissen. Frei. Tja, jedenfalls frei von Odins Kontrolle. Was darf sein? Ich verkaufe mal ganze Zeug hier. Eine Entscheidung getroffen. Dann frage mich immer, welche Waffen ich hier habe. Macht mich irgendwie ein bisschen irre, wenn hier ein Ausrufezeichen ist und ich nicht weiß warum. Gut. Darf ich jetzt nicht noch mehr Zeit verplempern? Hier bleibe ich. Hier geht's nächstes Mal weiter. Ich hoffe, es hat gefallen. Da geht's wirklich mit Story weiter. Ich verspreche es. Bye, bye.